Was ist denn auch schon wieder hier? Alter, wenn wir Hänger verkabeln, dann ist es immer ganz lustig. Da funktioniert gar nichts. Also wir hängen jetzt mal ein Janis sein Auto dran, dann gucken wir mal, ob es ein Janis sein Hänger funktioniert, ob sein Stecker funktioniert. Aber Janis seine Verkabelung ist auch nicht die beste. Ja, also, wir tigern jetzt mal los in den Osten. Winterauto kaufen. Winterauto kaufen. Wir wissen ja, was es ist, ne? Ja. Na, sonst weiß es jetzt noch keiner. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Hängerbeleuchtung hat schon gut angefangen und funktioniert so semi-gut. Ne? Im Notfall halten wir halt den Baumarkt noch schnell an. Kaufen da noch ein paar Kerzen und so einen Dreck. Ja, wenn das Auto nachher draufsteht, müssen wir mal gucken, dass wir bei Tageslicht dann heimfahren. Das heißt, morgen früh dann gemütlich. Ja, und dann tigern wir jetzt mal los und ihr könnt euch mal überraschen lassen, was wir denn gekauft haben. Was für ein Scheißhaufen. Ja. Fahren wir mal gute 6 Stunden zu viert hier. Aber das geht ja, in dem Auto geht es ja einigermaßen. Aber hey, voller Tank, wir kommen nicht mal hoch. Also, kurz nach Bayern müssen wir tanken. Das ist heutzutage ein Statussymbol, ein voller Tank. Ey, voll aufgedrehte Heizung und voller Tank. Sag mir, dass du reich bist, ohne es mir zu sagen. Ein Kachelofen hier drin noch, das ist ja noch geil. Unser Ladefläche einfach ein Kachelofen, einfach zu zeigen, wie viel Geld man hat. Verbrennen kann. Verbrennen kann, ja. Also ich kenne das ja mit getürten Autos und Tunnel. Wie ist das bei Pickups und Tunnel? Pickup, da kriegt der Erde immer Anfälle. Eigentlich ist ja schon die ganze Zeit nur im Tunnel da. Oh, hört sich aber nicht so spektakulär an. Ist hier. Lüpp. Gott sei Dank trinkst du heute nicht. Gott sei Dank trinkst du nicht. Er schon beim Bier trinken. Geschüttelt, nicht gerührt. Ah ja, wunderschöne Autofahrt. Vor allem so sonniges Wetter heute. Ja, wunderschön, vor allem wenn die Lichter von deinem Trailer nicht funktionieren, deine Scheinwerfer vorne angelaufen sind. Dass wir nicht angehalten worden sind, halte ich für Glück. Das ist wie nachsitzen, ey. Am Anfang ganz witzig, aber man ist dann froh, wenn es vorbei ist. Ich fand Nachsitzen noch nie witzig. Ich war lieber mit meinen Freunden draußen und hätte ein paar Zigaretten geraucht in meiner 6. Klasse. Ja, da warst du ja auch schon 18, ne? Da war ich schon 18. Dicker Wichser, der Junge. One eternity later. Jo. Sind wir da, hä? Nice. Heute schmeißen wir uns richtig schön dicke ins Hotel rein und dann feiern wir morgen weiter. Wir haben noch mal eine Stunde. Ja, jetzt mal gucken. Ich glaube, jetzt machen wir heute Feierabend, oder? Und dann lassen wir uns einen schönen Abend reinlaufen. Essen. Essen uns einen schönen Abend. So, und Hotel? Kann man machen, oder?
Ja, super, ne? Richtige Müllhaufen, der passt einfach gar nicht rein, Alter. Ich sag's dir in den Scheiß. Guck dir das an. Die trinken da unten ihr Lillet und so einen Scheiß. Die saufen Bier aus dem Glas und nicht aus dem Trichter. Ekelhaft. Guck mal, weißt du, wie geil du trichtern könntest? Und die von hier oben, ne? Runter, weißt du, wird schon mal abgehen. Da unten in der Lobby, Alter, die haben uns ja angeguckt, ne? Die haben gedacht, wir kommen direkt aus dem Wald. Jetzt haben sie auch das Tee-Buffet da unten weggeräumt, nachdem wir da waren. Geschichten aus dem Paulanergarten. Das schmeckt nach Tee. Aber ein bisschen auf viel eingeschlafen. Ich wusste gar nicht, dass die Japsen Wodka. Das hat er gemacht. Und der riecht wirklich verdammt. Der ist richtig geil. Der riecht so richtig Holzchen. Ja, aber so Süßholz. Ja, ich finde die Tee-Kreation auch echt gut. Ja. Ich würde sagen, es ist ein guter Barkeeper, hä? Das ist ein scheiß Barkeeper, der will uns abfüllen. Oder Geld verdienen. Beides. Atme mal richtig ein. Der ballert dir schon beim Riechen, weißt du? Ich glaube, wenn du den trinkst, dann... Hier kannst du dich besoffen schnuppern. Ein Shot kostet. Was war der eine war noch mit 125 Euro dabei. Hey, ganz ehrlich, da bin ich zu sehr Schwabe dafür, dass ich 125 Euro für einen Shot ausgebe. Da kriege ich 12 Flaschen Wodka beim Rewe. Und dann kriege ich noch meinen Booster dazu. Strohhalme werden geklaut, wir sind Schwaben. Regeln verboten. Hallo, klasse, zuhören. Ja, da kommt da schon der Bademeister. Alle vom Beckenrand springen hier, ja. Warum kriegen wir uns die dicken letzten Mal als Bademeister? The next morning. Da kommt ja ganz richtig, du. Cool. Was machen wir heute? Ja, heute gehen wir Auto kaufen. Auto? Ja, ich konnte heute nicht schlafen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Entweder war das Bett unbequem oder... Boah, ich auch nicht, gar nicht. Ne? Ich bin 5 oder 6 Mal aufgewacht. Willst du es mal probieren? 5-Hour Energy, das ist ein amerikanisches Getränk. Habe ich tatsächlich noch von Amerika mitgebracht? Ballert richtig. Das geht und das ist untrinkbar. 5 hours later. So, der nächste Morgen, wa? Ja. Wir unterwegs, hier da hinten in den Dösen. Ja, wir sitzen da hinten wie in der S-Klasse, ne? Ja, ich habe gehört, wir kriegen nachher noch Besucher. Ja, tatsächlich. Der Marcel von US Candy, viele von euch kennen den, glaube ich, auch schon. Der will sich das Ganze nämlich auch anschauen. Und ich glaube, dass ein paar von euch jetzt wissen, um was es geht, ne? Auf welcher Messe sehen wir es denn als erstes mal in live? Ja, wahrscheinlich mit euch zusammen, oder mit Kopfgetriebeöl dann auf der Tuning World am Bodensee. Das heißt, Messe Tuning World Kopfgetriebeöl mit neuem Schnaps von Kopfgetriebeöl? Ja, wir sind noch tatsächlich mit Kopfgetriebeöl noch im Gespräch, weil was die haben, ist halt richtig geil. Ne? Schmeckt auch richtig gut und ist so viel wie Sau. Und ja, angeboten haben sie mir, hey, wollen wir das nicht zusammen mit German Rednecks machen? Und dann dachte ich mir, komm, machen wir das. Felix, ne? Weiß ich. Ja, ich glaube, ist ein bisschen groß. Ich glaube, ich habe auch nicht gerechnet, dass er so groß ist. Oder so breit zumindest. Ein bisschen breit. Überlänge. Ja, ich. Mit dem Fähnchen vielleicht. Hinten ein, ja, Fähnchen also, dran. Ich glaube, vielleicht können wir das auch oben dran wamseln. Statt Fähnchen. Ich hab. Ich weiß ja nicht, halt, wenn die Bullen uns sehen, so, ey, das fällt halt schon extrem auf, oder? Ich weiß auch nicht, wo der Schwerpunkt ist. Vorne oder hinten. Ob man das eigentlich rückwärts eher auf dem Trailer draufstellt oder vorwärts. Vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwas muss man uns schon einfallen lassen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Spanngurte. Wir brauchen viel mehr Spanngurte. A few moments later. Ein verficktes Nesca. Freust du dich schon? Nee, geht mir nichts an. Der Sitz, der wird echt sportlich. Nichts für fette Leute. Der Beifahrersitz sieht ein bisschen kuscheliger aus. Ja. Und was sagst du? Geil. Richtig cool. Kennt schon ein bisschen, da kriegst du schon ein bisschen Angst. Da. Ja, wir wissen aber. Schau mal. Oh ja, sehr geil. Da kannst du reinfahren mit, ne? Da musst du keinen mitnehmen. Das ist richtig was zum Rennfahren. Mit dem will ich in Venrea fahren. Das stelle ich ja auch geil. Ziemlich interessant. Hey, Carly. Was
machen wir eigentlich gerade? Wir kaufen uns Bremslicht für den Anhänger. Super. Das ist nice, ja, das ist cool. Weil wir keine Lichter am Anhänger haben. Ah, hups. Sehr gute Idee. Wir haben es gerade 25 Euro mit Fotos verdient. Genau. Und vier Leute haben dran geleckt. Echt? Ja, habe ich auch gleich wieder weggepostet. Ja. Super, danke, Herr. Ja, das ist wirklich Redneck Engineering. Das passt sogar hochkant rein. Ich gehe kaputt. Das funktioniert, was der das hier macht. Guckt euch das an. Diese Idee. Redneck Engineering. Wichtig ist, wenn man vier Schrauben hat, immer nur zwei wieder reintun, weil die könnte man für andere Sachen brauchen. Außerdem ist es Arbeit. Da musst du erst mal drauf kommen auf den Trichter, ne? So, du denkst so, ja, wir haben ein kleines Zusatzlicht, das machen wir irgendwo an die Seite hin. Nee, das geht noch. Das geht noch besser. Wir bauen es ins Licht rein. Das ist Junge, ich pass hier nicht rein, ich bin so dick, Mann. So, jetzt machen wir langsam, langsam, langsam. Ja, weiter langsam. Perfekt. Warte. Ja, ist schon unten. Ja, passt, aber auf den Zentimeter genau. Nur die Meter. Daran kann ich mich glauben. Da gibt's nur einen Weg, ohne Scheiß. Also jetzt wäre ich schon lang verbrannt. Das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Vor allem das Fenster ist hier die Größe. Das ist genau die Größe, die du hast. Guck mal. Ich komme gerade so auf den Boden. Aber es geht schon. Nee, mal, das ist lustig. Erst einen Fuß rein. Ich glaube nicht, dass das lustig ist. Boah, Junge! Aber wenn du drin bist, bist du drin. Aber du passt auch in den Sitz. Aber gerade so, ey. Das war mal schwer mit Luft kriegen schon. Ja, lenkt das. Schön, dass du Sänger drauf. Wir gucken, ob es auf deinem Bauch drauf. Aha. Kann man da draufklipsen. Genau. Nicht ganz. Also, ich kann nur den Bauch lenken. Das ist ein Lenkungsdämpfer, wie ein Step-Wobble. Guck dir das mal an. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Also draußen muss man die Ordnung sind. Das stellst du mal schon mal halb für Rätsel. Wenn ich dir eine Decke bringen soll zum Schlafen, gibst Bescheid, ne? Alter. So, warte mal, wie bin ich denn eigentlich rein? So? Felix, das Auto brennt, du musst schnell raus. Ah! Das Auto brennt, du musst schnell raus hier! Ich muss rauskriegen. Ja, jetzt. Oh. Jetzt zieh dich raus. Jetzt Felix! Jetzt auch noch die Hände. Ich sag's dir, das ist. Ich verstehe das, was alles von meinte mit blauer Arschbacke und so. Dafür, dass wir so fett sind, haben wir eigentlich genau das richtige Fahrzeug gekauft, ne? Boah, ey. Jo, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Wir sind jetzt mal soweit fertig für heute und machen jetzt mal nicht weiter. Die Kiste ist noch nicht gelaufen, wir wissen noch gar nicht, wie sie klingt. Wir sind total gespannt drauf, wie die Kiste klingt. Das finden wir aber in den nächsten paar Tagen noch raus. Jetzt machen wir das Ding erstmal noch kurz sauber, gucken uns das noch gemütlich an, trinken noch ein Bierchen und dann machen wir Feierabend. Was für heute? Zieht euch die nächste Folge rein, da kommen noch viele, viele mehr Sachen. Lasst einen Daumen hoch, lasst ein Like da, zieht's euch rein. Ihr habt ein verficktes NASCAR gekauft, Alter.